habe festgestellt, dass bei diesem internationalen Summit, der auf Gewerkschafts- und Ministerialebene beruht, da eine sehr große politische Diskussion stattfindet über die Lehrer, wie man deren Situation, Arbeitssituation verbessern kann, was kann man ihnen alles mitgeben. Aber wir Lehrer, die wir mitgegangen sind von den einzelnen Delegationen, gar keine Möglichkeit hatten, uns untereinander auszutauschen. Und da ist die Idee entstanden, dass wir diesen Pre-Summit machen, einen Tag vor dem Summit. Wir hatten gestern knapp 50 Lehrerinnen und Lehrer da. Das war unglaublich. Also wir waren total überrascht, weil wir eigentlich nur mit 10, 15 vielleicht gerechnet haben. Wir haben Vertreter aus Schweden, aus Deutschland, aus Amerika, aus Kanada. Also alles war irgendwie da. Das war wirklich grandios und bin jetzt noch überwältigt davon und auch meine Kollegen, die in der Planungsgruppe dabei waren. Wir haben uns an den Themen orientiert, die heute ja auch Themen sind. Da geht es natürlich darum, was für Kompetenzen muss ein Lehrer mitbringen? Wie kann die Politik mit im Rahmen ihrer Möglichkeiten uns dabei unterstützen? Was können die Gewerkschaften tun, um uns zu stärken? Wir würden ganz gerne voneinander lernen, wo wir sagen können, ey, sag mal, was machst du eigentlich anders als ich? Kann ich dir was mitgeben? Kannst du mir was geben? Wir brauchen praktische Beispiele. Und dieses Netzwerk, das würden wir gerne aufbauen. Wir werden jetzt die Ergebnisse aufbereiten und dann an alle Delegationen schicken und dann hoffen, dass es starke Lehrer gibt, die in den nächsten Gastgeberländern das vielleicht umsetzen können. Also ich habe gestern einen Studenten, es waren auch Studenten, aber oder die im Lehramt drin waren, ein Berliner Kollege, angehender Kollege. Und vor der Konferenz hat er zu mir gesagt, eigentlich bin ich hier, um abzuschließen. Ich will gar nicht mehr Lehrer werden. Und das Spannende war am Ende dieser Veranstaltung, da hat er mit mir gesprochen und hat gesagt, das ist die erste Veranstaltung in meinem Fastlehrer-Dasein, in meinem Studentenleben, nach der ich sagen kann, ihr habt mich so gestärkt, dass ich doch Lehrer werden will. Und das war für mich so toll, dass ich gesagt habe, Ziel erreicht. So wie am Ende einer Unterrichtsstunde.